Donnerstag, 23.32 Uhr, 111,40 mm. Und da hinten seht ihr schon gerade Madison weggehen. Und wir spielen jetzt gerade wieder mit Jaden. Verpiss dich selber, ich bin FBI. Absolut sicher. Er ist im Büro. Ah, die Treppe hoch. Alles klar. Dann gehen wir doch mal die Treppe hoch. Zack. Ach, da sehen wir Paco. Oh. Du bist es. Hast mich erschreckt. Oh, jetzt ist hier so viel los. Verrückte Lotte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Okay. Und da hält sich anscheinend gerade mit John Shepard. Und hier komme ich jetzt nicht durch. Ja, klasse. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutter hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, ne? Hey. Alter. Mach keinen Scheiß. Paco? Nein. Nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein. Nein, nicht schießen. Okay, also da ist ein Schuss gefallen. Jaden, du musst aufpassen. Rein da, komm. Heißt, wir treffen jetzt auf den Killer. Wir sollten aufpassen. Keine Zeit, ich muss Paco finden. Ja, das wissen wir. Okay. Dann wollen wir mal. Wir gehen einfach mal rein. Der Killer ist immer noch hier drin gewesen. Er ist uns nicht entgegengekommen, das habt ihr gesehen. Ein glatter Kopfschuss. Klasse. Wir müssen aufpassen, der Killer, er muss doch noch hier drin sein. Da ist er doch schon. Ich wusste es. Ich glaube, das ist sogar wieder eine der Stellen, wo Jaden sterben kann. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh, 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 oh. Das war schnell drücken. Das war hoch. X. Glück gehabt. Ich habe eigentlich gerade die falsche Taste gedrückt. Komm. Zack. Ja, Paco stört das nicht mehr. Und wenn ich mich ja... Innere gibt es hier auch noch was ganz Wichtiges, was wir brauchen. Nein, 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 nein. Nö, ich verkack's auf einmal. Warum? Warum verkacke ich es? Nein! Jaden, Jaden, Jaden. Jaden. Komm hoch, Alter, komm hoch. Guck mal, er wartet sogar auf dich. Ich war doch schnell genug. Ich glaube, wir haben das richtige Quicktime-Event hingekriegt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ging nämlich darum, dass wir ihn da was abreißen. Und das haben wir ja anscheinend sehr gut geschafft. Ja, er ist natürlich nicht mehr zu sehen, war klar. Bist du dir sicher? Hören Sie zu, Arschloch, denn ich hab verdammt nochmal keine Zeit zum Übersetzen. Kannte Paco den Typ? Ja oder nein? John. Er sagte, er heißt John. Konnte immer gleich hoch. Konnte immer gleich hoch. Ja, du wiederholst dich. Gehen wir mal wieder rein. Scheiße, eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Er hätte mich töten können. Warum hat er es nicht getan? Gute Frage. Ein toter Verdächtiger.
Jemand versucht mich umzubringen. Klingt nach der richtigen Spur. Ja, das stimmt. Paco kannte den Mörder. Deswegen musste er sterben. Der Mörder könnte Spuren im Büro hinterlassen haben. Es war zu dunkel. Alles ging zu schnell. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Naja, er war ja auch vermummt, falls du es nicht gesehen hast. Ich bin irgendwie nur damit beschäftigt, mir den Arsch aufreißen zu lassen. Ich werde noch zum Pflegefall, wenn das so weitergeht. Der Wichser hat mir fast das Genick gebrochen. Er hat Wichser gesagt. Oh, jetzt habe ich es auch gesagt, verdammt. So, ja, sieht wunderschön hier aus. Wo ist jetzt meine Brille? Ist sie da? Irgendetwas hat der Killer gesucht. Sicher? Wo ist meine Brille? Ist er das? Ja, da ist er doch. Und auf. Auf geht's. Wollen wir mal. Oh, hier haben wir doch. Genau. Das hatten wir abgerissen. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Genau. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Das war nämlich einer der wichtigen Hinweise, die wir brauchten. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Hm, schön gesagt. Da haben wir doch noch was mit der Waffe. Was ist denn da? Kaliber 45. Okay. Ich sehe auch schon wieder diesen Pollenduft hier. Auch wieder Paco Mendez, alles klar. Warum ist es auf einmal so ruhig? Ich will wieder diese geile Musik hören, verdammt. Komm, weg. Hier, so, zack. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Schön, wir haben schon mal erkannt, dass es der Origami-Killer ist. Jetzt dreh ich doch mal um, Mensch. So, was haben wir hier? Ach so, das ist ein Page. Was wollte eine Journalistin hier? Ja, das ist eine gute Frage. Aber warum ist Madison Page da aufgeführt? So, genau, wir haben hier noch den Kopfschuss. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Ach. Hör auf. Was haben wir hier noch? Ach, da bahnen uns sich doch noch mehr Sachen auf. So. Ja, oh, wir haben auch hier die Knarre. Oder ist es deine? Es scheint seine zu sein. Hallo, da ist noch ein Hinweis. Steve, ein Hinweis, ein Hinweis. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Nein, könnte sie nicht. Haben wir hier noch was? Da haben wir nichts. Ey, jetzt beweg dich doch mal. Ich weiß, es ist eng hier in den kleinen Kabuff, aber trotzdem. Oh. Ach so. Oh nein, wieder Madison. Madison Page, war klar. Ich glaube, wir machen ja langsam Madison zum Verdächtigen. Verdammt. Ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Kaum vorstellbar. So, jetzt sind wir hier nochmal komplett durch. Aber hier haben wir nichts mehr, alles klar. Dann wollen wir hier mal rausgehen. Na los, Jane. Endlich haben wir wieder Musik. Ach, es war schon wieder viel zu ruhig. Ach Gott, oh Gott. Muss ich jetzt auch noch selbst die Treppe runtergehen, oder? Machst du das für mich, Jaden? Muss ich jetzt hier wirklich wieder selbstständig rausgehen? Tut mir leid, dass es so laut ist, aber ich muss mit dir schreien. Oder schreiben. Schreiben wäre auch cool. Wir bleiben bei Schreien. Schreien ist lustiger, obwohl Schreiben ruhiger ist. Ich will meine Ruhe. Weg da, Baby. Ja, du bist auch wunderschön.
Moment mal. Seid ihr Zwillinge? Die sehen genau gleich aus, verdammt. Und da ist noch mal so eine. Verdammt, da, wir haben... Vierlinge? Haben wir jetzt hier ernsthaft Vierlinge? Ich glaub's nicht. Und ich habe gedacht, hier wäre jede Person eins, was Besonderes. Aber jetzt sehe ich auf einmal so Vierlinge. Oh, Fünflinge sogar, da ist sie noch mal. Auch da hinten sehe ich sie auch noch mal und noch mal. Da hinten sehe ich sie jetzt allgemein noch mal zweimal. Und da hinten... links stand sie eben auch noch einmal. Oh, übertrieben. Vielleicht sehen wir sie hier gleich nochmal. Aber jetzt, da, guckt mal, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, dass da hinten so richtig geile Bunny-Häschen waren in der Umkleide. Ich hoffe, ich komme da jetzt hin. Nein, er geht wieder einfach weg. Mann! Der Boss. Der übergroße Boss. Kommt mit Büchern von der Post.